Wir brauchen mehr Erträge. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie ernähren wir die Weltbevölkerung? Große Ziele erreicht man schrittweise. Und der Schlüssel zu den großen Lösungen ist Grundlagenforschung. Auf der einen Seite können wir einfach nur versuchen zu verstehen, wie etwas funktioniert. Aber wenn dann am Ende tatsächlich ein Produkt rauskommen würde, was den Menschen helfen würde, wäre das unheimlich befriedigend. Ich heiße Wolf Frommer, ich bin Biologe, schwer zu klassifizieren, Zellbiologie, Physiologie, Biochemie, Biophysik, was auch immer hilft, die interessantesten Fragen, die wir haben, aufzuklären. 2001 ging Frommer mit seiner Frau in die USA. Ein Jugendtraum und eine Erfolgsgeschichte. Es ist einfach wunderschön hier mit dem Wasser. Wir haben ein Segelboot, können hier direkt in der Bay segeln gehen, können zum Meer laufen. Das ist einfach eine ganz fantastische Erfahrung gewesen, in den USA zu leben. Für Frommer, schon damals renommiert, ein Forschungsland fast unbegrenzter Möglichkeiten. Ich habe 15 Jahre da jetzt quasi geforscht, unter fantastischen Bedingungen, an einem Forschungsinstitut, wo ich mich total auf die Forschung konzentrieren konnte, wo man natürlich auch Top-Leute in die USA holen kann, von überall aus der Welt. Aber insgesamt, wenn man es dann von innen sieht, hat sich die Situation, glaube ich, gegenüber von vor 20 Jahren dramatisch verändert. Frommer kennt inzwischen auch die Herausforderungen des amerikanischen Systems. Es gibt viele Bereiche in den USA, wo man der Meinung ist, dass die Welt vor 6000 Jahren erschaffen worden ist und das auch sehr stark vertritt. Die Leute wollen natürlich überhaupt nicht, dass man Forschung macht. Und insgesamt ist das Modell in den USA, dass jeder für sich selber verantwortlich ist und Steuern will man nicht zahlen. Das führt dazu, dass Forschungsmittel immer enger werden, dass es schwieriger wird. Und ich habe fantastische Kollegen in Stanford, ich habe fantastische Kollegen auch in meinem Gebiet an anderen Universitäten, die plötzlich ihre Grants verlieren, also ihre Fördermittel. Und in Deutschland ist es wesentlich besser. Für mich natürlich jetzt fantastisch die Förderung von Humboldt. Also die Forschungsbedingungen teilweise werden in Deutschland besser sein und ich kann entspannter mich auf meine Forschung konzentrieren. Die Uni Stanford liegt im Epizentrum des Silicon Valley. Hey, how are you? Frommers Forschung hat einige entscheidende Erkenntnisse zu grundlegenden Transportprozessen in Pflanzen gebracht. Erkenntnisse so grundlegend, dass sie sich oft auch auf tierische und menschliche Zellen übertragen lassen. Die Ausgangsfrage: Wie genau wird der Zucker, der in Zellen im Blatt produziert wird, durch die Zellwände und Leitungsbahnen zum Beispiel in die Frucht transportiert? Und wie wird dieser Mechanismus reguliert? Frommer erforscht seit Jahren die sogenannten Sweet-Proteine, die hier entscheidende Regelfunktionen übernehmen. Fast zufällig entdeckte seine Arbeitsgruppe dabei eine Möglichkeit, Pflanzen durch eine geringfügige genetische Veränderung gegen die Reisbleiche immun zu machen. Eine Infektion, die in Asien oft ganze Ernten gefährdet. Frommer weiß, gerade in Deutschland ist Gentechnologie umstritten. Was ganz wichtig ist, man kann zu was Neuem Nein sagen. Das Nein hat aber Konsequenzen. Wenn Sie denken, dass in Indien zum Beispiel viele Leute von der Ernährung, von dem Reis abhängig sind, da reicht es in einem einzigen Jahr, dass die eine Infektion mit diesem Bakterium haben, dann verlieren die alles. Konkrete Anwendungen und Grundlagenforschung zu Transportmechanismen in Pflanzen greifen hier ineinander. Die Forschungsprojekte, die Versuchspflanzen und Samen, all das geht nun auf Reisen. Das Wichtigste, was mitgeht, sind die Projekte. Und natürlich sind die Leute, die jetzt gerade dran sind, das sind deren Projekte. Viele davon sind aus aller Herren Länder. Amerika ist einfach, weil da können sie Englisch sprechen. Deutschland müssen sie vielleicht Deutsch lernen oder sie haben Angst, dass sie Deutsch lernen müssen. Aber die meisten sind aufgeregt, weil sie denken, sie können ihre Projekte weitermachen und sind auch auf das Abenteuer gespannt. Für Wolf Frommer ist das neue Kapitel Deutschland eine Rückkehr. Vor 30 Jahren hat er schon einmal am Rhein gelebt und gearbeitet. Na, in zwei Wochen werden die Möbel alle eingepackt und
rübergeschifft. Düsseldorf. Der Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften C+ verbindet die Uni hier mit Forschungseinrichtungen in Köln und Jülich. Neue Kollegen, neue fachübergreifende Forschung, ein eng vernetztes Arbeiten und demnächst ein ganz neues Gebäude. Beste Voraussetzungen, um vielleicht mit einer resistenten Pflanze Menschen zu helfen. In jedem Fall aber, um tiefer in unerforschtes Neuland voranzuschreiten. Also ich glaube, das Faszinierende an der Wissenschaft ist, dass es nur um die Erkenntnis erstmal geht, dass man verstehen will, wie was funktioniert. Wir wissen unglaublich wenig über Pflanzen. Da gibt es unendlich viel zu entdecken. Und das macht aber auch unheimlich viel Spaß.